Wir haben es hier für den Notebooks billiger D-Block und wir schauen uns hier das neue Nokia X an. Das ist eines der drei neu vorgestellten Android-Nokia-Smartphones. Das ist hier das kleinste Modell. Wir haben hier 4 Zoll Display und preislich ist es sehr attraktiv. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber gehen wir erstmal um das Smartphone herum. Erster Eindruck, wenn man es so hält, fühlt sich sehr hochwertig an, muss ich sagen. Ist auch wirklich sehr farbenfroh, wie man es von Nokia kennt. Wir haben hier eins in Gelb, seht ihr, eins hier in Blau. Und unter dem Display gibt es hier einen Zurück-Button. Keine Frontkamera. Und wie man hier schon sehen kann, haben wir hier Dual-SIM. Es ist Android, aber eben mit einer eigenen Benutzeroberfläche von Nokia. Ihr seht, das Ganze ist hier so in Kacheln gestaltet, dem Windows Phone sehr ähnlich. Aber ihr seht, wir haben hier natürlich die ganzen Apps, die wir auch von Android kennen. Fruit Ninja, Tetris Sim Deluxe, Facebook, Twitter etc. Es gibt auch einen Store, aber der Google Play Store ist nicht kompatibel. Es ist ein eigener Store. Da gehen wir mal kurz rein, zeige ich euch mal. Ihr seht Plants vs. Zombies. Also sind auf jeden Fall schon sehr viele Apps drin, die wir kennen. Opera Mini, also eigentlich einige Android-Apps, aber eben nicht alle. Auf der Rückseite haben wir dann noch eine 3-Megapixel-Kamera. Die hat kein Fotolicht, also einfach nur für Schnappschüsse geeignet. Auf jeden Fall noch akzeptabel. Denn kommen wir jetzt mal zum Preis. Der beträgt 89 Euro. Und da würde ich sagen, ist dieses Smartphone auf jeden Fall ein richtig feines Gerät für diese 89 Euro. Wie gesagt, sehr gut verarbeitet. Liegt schön in der Hand. Mit 4 Zoll auch auf jeden Fall nicht zu groß. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum. Da haben wir hier unten Micro-USB. Power-Button, Lautstärke-Taste, Kopfhöreranschluss und hier eben wie gesagt nochmal die 3-Megapixel-Kamera, Nokia-Logo und den Lautsprecher. Ja, also ich muss sagen, sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus, was Nokia hier vorgestellt hat, das Nokia X. Wenn ihr hier vom Homescreen rüber swiped, dann haben wir hier auch noch so eine Art Tagebuch. Beispielsweise seht ihr, okay, ich war jetzt vorhin in der Galerie, da steht jetzt nicht wirklich, um wie viel Uhr das war, aber ihr könnt nachverfolgen, was ihr denn so gemacht habt in der Vergangenheit. Ob ihr ein Bild gemacht habt, ob ihr ein Bild euch angeschaut habt und hier oben stehen dann, das sind halt die recent Sachen und hier steht, dass wir eben, hier würden dann unsere zukünftigen Termine stehen. Also ein ganz nettes Feature, wie so eine Art Timeline, wie wir sie auch von Facebook kennen. Und ja, das hier ist das neue Nokia X Smartphone. Eines der neuen Nokia Smartphones mit Android. Also es gibt das Nokia X, dann das X Plus. Das hat mehr Arbeitsspeicher. Dieses hat 512 MB und das Nokia X Plus hat 768. Dann gibt es noch das Nokia XL mit 5 Zoll Display und einer 5-Megapixel-Kamera. Also schon ein bisschen gehobeneres Modell und jeweils immer 10 Euro Unterschied. Also das Nokia X kostet 89, das Nokia X Plus 99 und das Nokia XL 109 Euro. Also vielen Dank fürs Zuschauen.